Die PlayStation 2, eine der beliebtesten Konsolen überhaupt. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Aber ich zeige euch mal die Top 5 Games, die wir am meisten in all den Jahren verkauft haben. Auf Platz 5, ich hätte es ehrlicherweise ein bisschen höher erwartet, ja, Grand Theft Auto San Andreas. Ein absoluter Banger, ein absoluter Klassiker. Und verkauft hat er sich ganze 1944 Mal. Auf Platz 4, mit nur 20 Einheiten mehr, 1964 Stück, SingStar Party. Ich liebe SingStar. Mein erstes war Die Toten Hosen. Das ist auch ein sehr, sehr teurer Titel. Aber der ist auch geil. Hier, zum Beispiel Cindy Lauper. Girls Just Wanna Have Fun. Ah! Der dritte Platz hat sich 2155 Mal verkauft. Und ganz ehrlich, es ist so ein geiles Spiel. Meine Mutter hat es mir damals aus der Videothek mitgebracht. Und es war ein Banger. The Simpsons Hit and Run. Gibt es für alle möglichen Plattformen. War ein Multiplattform-Titel. Sehr, sehr geile deutsche Sprachausgabe mit den Originalstimmen sogar. So ein bisschen Grand Theft Auto für Kids. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Auf Platz 2 mit 2495 Einheiten in einem schönen weißen Case. Gran Turismo 4. Zugegeben, mit Rennspielen konnte ich persönlich nie viel anfangen. Da war ich eher so der Need for Speed Fan. Das war ein bisschen zu realistisch, aber anscheinend hat es viele Kindheitserinnerungen bei euch geweckt. Und Platz 1 mit 2720 Einheiten. Ich hätte es niemals überhaupt in den Top 5 erwartet. Lego Star Wars The Video Game. Ja? Sind hier Lego-Fans von euch dabei? Schreibt es doch mal in die Kommentare und alle Games, die wir euch gezeigt haben, findet ihr auch bei uns im Online-Shop.